Und wir haben. Was nehmen wir? Den kleinen, eine Landeplan. Da platzieren wir ihn mal hin. Ja, das kann ruhig eine gute Anbindung haben. Sieht doch so schon mal ganz gut aus, die Stadt. Städtische Schule, Grundschule. Ist doch jetzt ausreichend fürs erste Landwirt. Ist ein guter. Kriminalität, Bildung. Brauchen wir noch Bücher? Nein. Private Schule ist noch ausgelastet. Die sieht gut aus. Grundschule muss noch mehr Geld. So, ich denke mal. Bisschen weniger kann es sein. Und was wir brauchen, das war ja die weiterführende Schule, die wir hier haben. Ja, ein städtisches Museum, das könnten wir uns auch mal gönnen. So. Aber was ich meinte, ist die Universität. Eine Universität. Wo platzieren wir die denn jetzt hin? Nach da. Haben wir überhaupt schon? Ja, 50.000. Fehlt mir irgendwie leicht das Geld dafür. Na komm. Da haben wir's. So. Finanziell sieht es immer noch gut aus. Ah ja, berechnete Stellen von Pi. 845 Millionen. Ja, kann ich doch alles schon im Kopf auswendig. Kein Thema. Soll ich mal nicht so anstellen. So. Das ist. Ja, Gewerbegebiet brauchen wir. Wo haben wir denn hier? Welches? Da, da und hier. Ein guter Landwirt ist auch hier. Eine Reihe komplett zum Einkaufen. Denke mal, das ist das, was wir auch benötigen. So. Was habe ich? Ja, ist immer die Gefahr, wenn man mal daneben klickt, dass man dann irgendwo irgendetwas baut,
was man gar nicht möchte. Im schlimmsten Fall dann halt sogar den Bulldozer-Modus hat und ein schweineteures Gebäude abreißt. Das ist dann immer der Super-GAU, der passieren könnte. Hätte ich stehen lassen können, aber nein. Keine Lust. So. Ah. So, die sollten auch jetzt schnell besiedelt werden am Anfang des nächsten Monats. Genau. So war das vorgesehen. So. Wie hoch ist jetzt hier die Auslastung? Das meinte ich eher. 17.000, ja. Könnte mehr sein, aber ist so schon ganz in Ordnung. Wir hauen mal hier die öffentliche Sicherheit der Polizei raus. Strafvollzug passt, denke ich mal. So viel böse Schurken haben wir noch nicht hier. Meine Mülldeponie, Nachbarschaftshandel. Haben wir alles ausgelagert. Wasser haben wir auch überall raus. Strom nehmen wir alles, was geht. Wie schaut's denn da bei beiden aus mit Wasser? Ja. Und Energie ist auch noch im grünen Bereich. Dann bräuchten wir mal wieder Hightech, Hightech. Neben dem hohen Wert müsste ich... Ja, hier, genau sowas. Das ist doch der ideale Streifen eigentlich. So. Ist jetzt etwas anders geworden, aber okay. Man muss sich halt auch mal den Gegebenheiten anpassen. So. Das ist doch der perfekte Landwert. Aber trotzdem will ich hier natürlich noch meine Bushaltestellen haben. So oder so ähnlich müsste das passen. Landwert, genau, war ab hier. Ist da den auch noch in der Hoffnung Hightech-Industrie zu bekommen. Und was gibt es? Hightech. Nein, ich will kein Nuklearkraftwerk. Herrlich. Und was sagt der Landwert? Immer noch gut. Also hier sollte noch
Hightech auf jeden Fall möglich sein. Das werden wir gleich sehen. Ja, das ist doch Hightech, Hightech. Hightech. Und die Stadt wächst. Also hier schon richtiger Tor. Mein Einkaufsmeile. So, wenn wir jetzt noch wissen, wo ein guter Landwert ist. Zack, das ist ein guter Landwert. Ja, hier können wir erst nochmal die Geringverdienenden ansiedeln. Na. So. Da hätten wir dann doch erstmal die Geringverdiener angesiedelt. So. So. Na, geht doch. Schnelllauf, um die Felder auch zu besetzen. Klappt doch. Und alles ist voll. Jetzt gucken wir mal nach der Grundschule. Ja, mehr kann ich eh nicht. Da hätten wir noch ein Feld. Da sollen sie auch mal ihre Hütten aufschlagen. Sieht doch schon mal ganz nice aus. Oh, auch ein schöner Tower. Spiegelreflex wäre mehr. Ah, Handicap ist immer noch null. Also wir brauchen deutlich mehr Gewerbefläche. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wo ich sie platziere. Zu der großen Einkaufspassagenmeile hier. Das ist nicht verkehrt. So. Denke mal. Das sieht so ganz gut aus. Neue Börse. Ja, hier werden wir aber mal bisschen flexibler sein müssen. So. Geht doch. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh, hier kommen jetzt auch die Wolkenkratzer immer mehr. Dauert noch ein bisschen, ja. So langsam wächst das alles in der Höhe. Aber der Türksen Tower, der hat es mir echt angetan. Der sieht nett aus. Toys R Us.
Da ist er es. Ich weiß nicht, ob ihr das gut versteht. Aber war ganz nett. Ja. Wir brauchen immer mehr Gewerbe, mehr Luxuswohnungen. Aber okay. Ich denke mal, für diesen Block an Aufnahme reicht es erstmal. Und beim nächsten Mal werden wir hier unsere hoffentlich Luxusviertel um den Golfplatz, der immer noch nicht groß bespielt wurde oder sich nicht verbessert hatte, erweitern. Von daher, bis demnächst dann. Ciao.